Weiter. Alien detected. In Brasilien. Ja, da wo die Basis ist, ne? Es funkelt alles hier. Das ist eine Falle. Das ist ganz bestimmt eine Falle. Punitive Sanctions. Achso, weil Iran rumgeballert hat, ne? Ja, ein Brief mit ernsten Worten funktioniert immer. Sanktion. Wir könnten ab jetzt unifieren. We've removed some threats. Kuba ist unser. Schön. Prioritäten sind soweit okay. Weiter, weiter. Blub. Okay. Standing by. Geh schnell weg von den ganzen Aliens da unten. Und werf bitte einen Zettel ein. Hier für Unification Mexico. Heading to the capital. So, die andere Sache war auch irgendwann im Februar. Ich weiß nicht, ob das jetzt war oder später. Frankreich, Unification Sweden geht auch. Dann. Ready for my mission. Standing by. Nalgor, du wirfst da mal ein. Ne, warte, du defendest. Da, damit die aufhören rumzustänkern. Ready for my mission. Tux. Du musst zwangsweise eigentlich Unification machen, ne? Jemand anders muss sich die Alien angucken. Wir machen jetzt nicht die Basis. Ich will erstmal das Ganze hier mit den Vereinigten machen. Und ich weiß nicht, ob es so eine gute Idee ist, weil eventuell triggern wir halt auch doppelt so viel Stinkerei. Und wir werden instant vaporisiert. Und das wäre schade um unsere ganzen Basen, weil die sind absolut nicht vorbereitet. So, Brief einwerfen. Da. Confirm. Achso, und Fleck. Na, ich hätte nicht konfirmen sollen. Fleck so sollte noch den einen Typen angucken. Offering counsel. Securing our control. Continue. Polar Vortex. Nimm Geld. Causes limited damage to the economy and population in Seattle. Grants a significant boost for resistance in Usona. Ja. I will help. Stop. Meh. Ich will das einmal fast voll haben. Aber es ist halt exponentiell schwieriger, das die letzten Leute auch noch zu überzeugen. Wir haben noch eine Armee verloren. Whoops. Eine Flotte im Mars-Orbit. Das kann gefährlich sein. Junge, ich habe gerade absichtlich nicht eine Basis von hier angegriffen und dein Alien da auch in Ruhe gelassen. Warum bomben die mich im gelben Bereich? Warum? Okay, Mars 1. Also die Flotte hat 2500 Kampfkraft. Mars 1. Mars Base. Also wir müssen es instant wieder aufbauen. Hast du überhaupt Point Defense? Ja, 600. Also 1200. Das ist eigentlich okay. Ich lass mal langsam weiterlaufen. Da müssten nämlich recht schnell Nachrichten reinkommen, dass wir Schäden bekommen. Settlement was destroyed. Point Defense was destroyed. Point Defense was destroyed. Wozu haben wir Point Defense? Wir haben es komplett vaporisiert. Krass. Und hier auch nichts an Änderungen, ne? Ja, nee, wir brauchen eine neue Base. Found Settlement. Manage. Haben wir ein Template für... Nee, ich glaube für die Mars Base haben wir kein Template. Wir können... Erstmal haben wir es jetzt. Das ist das Wichtigste.
dann nur unsere, bitte beim Mars, Mars Base 2. Save Template, back, du bist Mars Base 1, B. Apply. Apply. Das Energy Research Center ist vielleicht nicht ganz so wichtig. Und von vornherein, ja, mach das Energy Research Center mal weg. Und dafür noch ein Reaktor. Ich hoffe, das geht so einigermaßen auf. So, was machen die Aliens jetzt? Die nächste Basis oder wie? Ich bin übrigens maximal verwirrt, angepisst und alles gleichzeitig gerade. Ich habe in diesem Playthrough absichtlich versucht, die Aliens nicht zu provozieren. Jetzt bomben die einfach was weg. Haben die sich zu lange bei den Exoditen ausgetobt oder wie? Die haben immer noch 153 benutzte... Ich glaube, es war so eine Art Warnschuss. Solange die jetzt nicht wirklich alle nach und nach von unseren Basen weghauen, ist es okay. Schauen. Also es wird Zeit, dass wir unsere Schiffe bekommen. Und wir müssen natürlich jeder Marsbasis ebenfalls einen neuen Shipyard geben. Dass wir da auch eine kleine Flotte vor Ort bauen können. Mal schneller. Ich hätte halt echt erwartet, sie fliegen jetzt zum Marsbase 2, Marsbase 3, aber scheinbar nicht. Okay, Frankreich. Schnapp dir bitte Schweden. Unified. Continue. Policy direction complete. Du, Mexiko. Ja. Close. Erstmal hier. Bam. Sehr schön. Föderation mit den USA könnten wir später machen, ja. Wobei ich immer noch gar nicht weiß, warum wir das machen sollten. Österreich braucht noch bis Mai. Und Nordmazedonien auch. Ja, ist immer noch gelb und alles. Eventuell verbuggt. Normalerweise steht hier auch, von wann die letzte Einschätzung ist. Aber wir hatten halt noch keine richtige Einschätzung, glaube ich. Weil bisher, seitdem wir das eine Alien gekillt haben. Danach kam, glaube ich, erst das Ding. Bin ich mir nicht ganz sicher. Seitdem haben wir nichts Böses gemacht. Also nichts wirklich Böses. Gegen die Untertanen vorgehen zählt zwar auch, aber nicht so wirklich massiv. Das ist ein Update hier gerechtfertigt, glaube ich. Egal. Wir haben jetzt immer noch Usona. Usona ist nur größer geworden. Dann müssten wir weitermachen. Federation. Panama und Dominikanische Republik. Wir haben immer noch nicht Guatemala. Okay, Kuba nicht, weil wir 170 Tage noch Cooldown haben. Haiti müssten wir doch eigentlich. No policies are available to this nation right now. Ja, ein wenig verwirrt, aber na gut. Weiter. Wir sind übrigens bei weitem nicht mehr im roten Bereich, was Kontrollpunkte angeht. Wir können also weiter übernehmen. Frage ist halt nur bei wem, ne? Die Untertanen sollten wir jetzt nicht nochmal anfressen, sonst ballern die uns Mars Base 2 auch noch weg. Eine neue Nano-Factory. Earth Boost 6. You'll frown at my ignorance and romanticism. Advanced Fission System, das brauchten wir. Begin. Da weiter, danach haben wir das Triebwerk. So. Die ganzen verschiedenen Waffen müssten wir auch noch erforschen.
sobald die da durch sind. Und die Keule ganz selbst braucht auch eine Weile. Es dauert noch, bis wir einsatzfähig sind, um zu stänkern. Und selbst wenn wir stänkern können, gegen eine 2500er Flotte, ist es schwierig. Ja. Die Dreierbasen, also Ringe und Stationen, die können helfen. Dann können wir nämlich mehr Tier 2 Point Defense hinbappen und dann später auch Point 3, Tier 3 Point Defense. Das hatte ich im letzten Playthrough, glaube ich, noch gar nicht. Das sollte aber ordentlich Kampfwert bringen. Ich bin mir trotzdem nicht sicher, was das jetzt bringt bei dem Bombardieren. Die scheinen nichts davon getragen zu haben. Hätte ich mir wahrscheinlich angucken sollen, als es der Fall war, ne? Seid ihr noch irgendwo hier? Das nicht. Ja, das ist nur Kleinkram. Die sind schon wieder abgedüst. Zeig mir Aliens. Welcher Victor war das? Victor 54. Aliens. Transferring to Red Forge Station. Irgendwo da unten. Ja, sind jetzt nicht an. Oh, haben wir noch 2000? Haben die sich aufgespart und haben sie es echt verloren? Wenn sie es echt verloren hätten, wäre es super. Also 500 Kampfkraft ist mir eine Basis wert. Wir haben jetzt für 2 Monate oder wie lange dauert es, Marsbasis 1 wieder aufzubauen? Das ist Moonbase. Oh nein, die Marsbase ist nicht mehr bei anderen Bases. 20. April. 20. Mai. Juni. Okay. 3 Monate. Also ein Quartal. Wir haben gerade ein Quartal verloren. Also ein Quartal an Ressourcen von einer Basis. Und Forschung war hier nur ganz bisschen, ne? Die haben jetzt auch rausgekickt. Ja, es ist echt nicht viel, was wir hier verloren haben. Und dafür haben wir halt Schiffe im Wert von 500 Kampfkraft eventuell vernichtet. Oder sie haben halt die Flotte wirklich nur gespalten. Okay, also nächstes Mal, wenn irgendwas von uns weggebombt wird, sollten wir vorher die angreifende Flotte angucken, Kampfkraft aufschreiben und danach die Flotte nochmal angucken, nach dem Bombing Run. Ready for my mission. Weil sonst wäre es halt echt nur Abschreckung, ne? Die Kampfkraft von den Point Defense. So. Where do you need me? Du guckst dir bitte die Aliens an. Heading there now. Ready to go. Ist es jetzt hilfreich? Also ich habe das Bedürfnis, sie anzugreifen. Das hatte ich letztes Mal auch und dann haben wir das ganze Playthrough verkackt. What's the op? 70%. Warum haben wir letztes Mal alle unsere Basen verloren? Wir waren durchgehend bei 4 oder 5 Punkten. Das heißt, wenn wir irgendwas im Orbit um die Erde gebaut hatten, wurde es gleich weggebombt. Ich denke nicht, dass das jetzt hier der Fall sein würde. Wir würden vielleicht jetzt 1, 2 Basen verlieren, wie Marsbasis 1. Aber solange wir aufpassen und die instant neu bauen, schnappt die uns auch keiner weg. Was bringt es uns, das jetzt zu machen? Wir stören ein wenig deren Arbeit auf der Erde. Aber auf der Erde kommen wir gerade sehr gut zurecht. Es macht unsere Hauptstory weiter, aber das bringt uns nur ganz am Ende, ich glaube noch einmal, irgendeinen kleinen Boost, der aber nicht so dramatisch sein kann, sonst wäre es wahrscheinlich besser in Erinnerung geblieben. Ja, ich denke, Ego runterschlucken ist hier die bessere Wahl. Und den Hass im Inneren gären lassen. Das ist eine super Ausrede, wenn man nichts macht. Also, okay, also wir ignorieren die Basis. Wir kümmern uns
um dich. So, du hast ein bisschen was verloren. Geh Military mal wieder hoch. Stabil ist okay, Demokratie ist okay, Ungleichheit ist auch hochgesprungen. Das war bei Mexiko ein bisschen höher. Und wir haben Education verloren. Das sollte sich aber alles nach und nach wieder beheben. Wenn ich jetzt direkt Geld reinballer. Wir müssen vorsichtig sein mit den Punkten bei Operations. Das ändert hier 078. 078 wird nicht sofort reingerechnet, okay. Und Ungleichheit bei Welfare. War doch Welfare, ne? Unity ist das da oben. Das ist okay. Das sollte gleich eigentlich wieder hochgehen, weil wir sind ja doch durchgehend im Krieg. Das kann auch wieder hoch. Ja. Welfare. Bob. Ripdark. Frankreich muss, glaube ich, noch gesichert werden. Nee, Europäische Union ist es jetzt ja wieder, nicht Frankreich. Muss doch nicht gesichert werden. Russland ist gesichert. Wir haben gerade nichts zu tun, oder? Warum schießt du noch? Also, wir könnten die russischen... Das ist nicht unser Panzer. Wo sind unsere russischen Panzer? Das bist du. Das ist... Okay. Haben wir scheinbar keine Kontrolle drüber. Wir können keine Panzer mehr verschieben. Wir könnten den Rest von Russland jetzt noch übernehmen. Einfach nur, weil wir es können. Guckt euch mal die Forschung da an, das ist traurig. Ne, ich denke, wir stinken in China. Ey, sogar mal anspruchsvoll da. Ready for orders. Da müssten wir eigentlich auch, oh nee. Du. Beide da Geld bezahlen. Interessant, interessant. Ja, du machst die Basis nicht platt, du guckst dir einfach nur Aliens in Brasilien an. Jo. Lending my expertise. Offering support. Wir haben keinen weiteren. Was haben wir da? Forces of the Aliens defeated Project Exodus in a space battle at Hatfield Station. Das war 54, ne? Stalken wir ein bisschen die Flotte. Ist immer noch bei 2000. Okay, also die Space Station hat keinen Widerstand geleistet. Ist schon ein bisschen was los hier. Oh. Was habe ich da gerade für ein Maus-Overlay-Tooltip-Dingsens? Earth Warships with Project Exodus scored humanity's first victory over the aliens. Junge! Schick! Sind die wohl doch nicht so doof, ne? Servant Fleet launches for Earth Boost 2. Die Untertanen! Also, dass die Aliens meine Basis angreifen, okay. Das ist deren Job, sie müssen den Zoo einigermaßen stabil halten. Also die Erde und das Sonnensystem. Aber jetzt die Exoditen, dass die rumhupen, das gefällt mir gar nicht. Die haben eine Kampfkraft von 40 und die wollen jetzt Earth Boost was? Earth Boost 2. Bitte sag mir, wir haben das Point Defense hier aufgebaut. 6.
Ja, wir müssen ein wenig umstrukturieren. Wir brauchen, also eigentlich bräuchten wir auch ein größeres Shipyard. Und das muss hoch. Aber das können wir nicht jetzt machen, weil sonst, ja. Dann mach bitte ein Layered Defense hier draus. Und wir haben nicht genug Strom. Wir brauchen fast alles davon. Das müsste sogar eigentlich noch eine Farm. Hätten wir auch nicht genug Strom. Das ist zur Hölle. Ja, wir gucken erstmal, wie jetzt der Angriff läuft. Wir haben ja meistens so einen kleinen Heimvorteil. Wir könnten auch noch unser eine Schiff dahin jagen. Also wir haben ja theoretisch eine Flotte. Romeo 1. Transfer. Earth Boost 2. Sind 3 Stunden da. Das war wohl nicht schnell genug. Auto-Resolver. Infrared Laser Cannon und Auto Cannon. Torpedo Bay. Die Torpedos schießen wir, denke ich mal, ab mit dem Point Defense. Mach trotzdem Auto. Ah, er wusste ich doch. Gut. Das ist jetzt aber ein Zeichen, dass ich alle Basen einmal durchgehen muss und dafür sorgen, dass sie jetzt Point Defense 2 haben. Also der Zeitpunkt, den ich hinausgezögert habe, ist jetzt. Aber ist okay. Wir haben Marsbasis 1 verloren, das war nur ein kurzer Ausfall. Wir haben den Slot nicht verloren, das ist das Wichtigste. Jetzt bereiten wir uns darauf vor. Und die ganze Zeit, die wir bisher jetzt nur die kleinen Sachen hatten, haben wir halt die Slots gespart für Forschung und ähnliches. Also, ne, ist alles noch gut, so wie es wir jetzt gemacht haben bisher. Es muss jetzt sich nur ändern. Du bist angekommen. Okay, dann lag dich voll. Das Protektorat schickt eine Flotte zu Earth Boost 2. Was stimmt nicht mit euch gerade? Wir müssen irgendwas getriggert haben. Ich habe nur keine Ahnung, was. Wir haben nicht mehr Mission Control bekommen? Vielleicht, weil wir als erstes so eine Riesennation haben, oder? Ich weiß nicht. Aber sowohl die Aliens, als auch die Untertanen, als auch die Schutzherrschaft, alle stänkern gerade gegen uns. Innerhalb von einem Monat. Ja, War on War, aber das sind wir schon seit einer Ewigkeit. Ja gut, wenn Auto-Resolve wieder so läuft, wir haben jetzt noch ein Schiff dabei, also sollte es eigentlich besser sein. Und so verheizen die ihre Schiffe, also ist okay. Oh. Ich verstehe nicht, warum wir nicht mit der... Ah doch, die Basis ist dabei. Akzeptieren. Und die hauen aber wieder ab. Okay. Public opinion is moving in our China um 9% vorangesprungen. Public sentiment is increasingly nochmal 8% vorangesprungen. Also Project China sieht gut aus. Bumm, weniger Bombardierung. So, Green Arc Laser Kram. Green Arc Laser Cannon. Welche Point Defense nehmen wir zuerst? Das sollte dann ja auch für die ganzen Stationen und so weiter gelten, ne? 6. April. Ich bin fast versucht, das kurz zu boosten. Aus aktuellem Anlass. Low Earth Orbit 1. Das ist nicht bei unserer Station, das ist einfach nur im Low Earth Orbit. Okay. Ich werde jetzt mega hibbelig. Ich denke, ich werde die Folge jetzt auch gleich
etwas kürzer beenden, damit ich mich um die ganzen Stationen kümmern kann. Das Problem ist nur, während wir die jetzt aufstufen, sind sie teilweise leichter angriffbar. Das heißt, wir sollten die Tech 1 Point Defense drin lassen und einen Point 2 irgendwo reinballern anstelle von einer Forschung. Also Forschung wird einbrechen in den kommenden Monaten. Aber das ist okay. Kleines bisschen noch. Mission abort. Du kannst die Aliens nicht angucken. Interessant. Oh genau, ich wollte gucken, wir haben jetzt eine Basis. Point Defense Array. Eine P1 auf Planet macht 608. Und ein P1 auf Station macht wie viel? Moonbase hat kein, also außerdem keine Station im All. Hier. Du machst 6. Also haben die auf dem Planeten einfach einen Faktor 100 mehr? Na gut, habe ich mir jetzt aufgeschrieben. Ich kümmere mich jetzt um die ganzen Basen. Und wenn dann gleich die Forschung durch ist für diese Arc Laser Point Defense Geschichte, dann schauen wir uns die Wetter nochmal an und hoffen dann halt, dass sie einen großen Sprung nach oben machen.